hier irgendwas drin? Nee, natürlich war hier nichts drin. Ey, Tür! Na! What are you doing? Okay, hier ist abgeschlossen. Was ist der Point davon, hier hinzugehen? Wir haben gerade so viel Muni verpasst. Das ist unglaublich. Dancing Babies! Oder Slender. Oh, oder ein krüppeliger Motherfucker. 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 Alter, was der für ein breit geschlagenes Gesicht hat. Ich würde sagen, wir laden nochmal den Punkt davor neu, denn das war ganz romantisch so und ich würde doch dann ganz gerne noch schauen, was es so an Munition da so gibt. Oder vielleicht sogar eine Pumpe, denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich an der Schrotflinte vorbeigelaufen bin. Das kann einfach nicht sein. Ich habe jeden blöden Winkel habe ich mir angeschaut. Mit meinem stumpfen Messer hier. Es kann nicht sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich bin in jede verdammte Ecke reingelaufen. Wahrscheinlich laufe ich jetzt nur noch in Gegner rein. Anstatt, dass ich Muni finde. Muni finde ich hier wahrscheinlich sowieso nicht. Okay. Was geht hier? Ha, ausgetrickst. Haben wir dich ausgetrickst, ha? So halbwegs. Wegen Reparaturen geschlossen. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Und hier ist auch kein einzelnes bisschen Munition. Wahrscheinlich lachen mich jetzt gerade alle aus, weil das, weil meine Zuschauer nur aus Leuten bestehen, die jedes Spiel, was ich gespielt habe, schon 5000 Mal durchgespielt haben und jedes Level komplett auswendig kennen. Ich komme hier nicht raus! Jetzt komme ich hier raus, sehr gut. Hi. Alles in Ordnung bei euch? Oh, alles cool, hä? Batterien, dafür hat es sich gelohnt, nochmal neu zu laden. Total. Gab es hier noch irgendwas? Danger, 240 Volt. Hier im Spind sind 240 Volt. Müsst ihr verstehen, das sind Stromkästen, einfach, ja. Aber wörtlich genommen. Aha, aufpassen, man könnte von der Leiter fallen. Weil man ein Idiot ist. Nee, ist klar. Wir gehen einfach weiter, ey. Das hat jetzt zwar gar nichts gebracht, aber wen interessiert das? Wir haben sowieso ein bisschen Leben verloren und das ist nicht so ganz cool, wie es aussieht. So, mein Freund, dann mach mal zu. Schließ mal ab. Ja, du bist super toll. Super toll. Und jetzt kommt hier der Dancing Michael Jackson, der ein bisschen verrottet aussieht. Hi, Breakdancing Michael Jackson. Michael Jackson. Ey, Michael Jackson, komm zurück. Der ist in der Wand. Hi, hast du dich jetzt doch entschlossen, gegen mich zu kämpfen? Du bist ein Noob. Du bist ein Noob. Aua. Und du bist unfair. Auf einmal macht er da so einen Megasprung. Kann ich hier auch in die Wand? Ich kann natürlich nicht in die Wand. War das nicht der Ort, wo hier Mr. Slenderman kam? Der kommt bestimmt noch. Hitler! Alter, Hitler, du hast mich zweimal erschreckt, verdammt! Zweimal! Was? The Riddles are coming. Was? Okay. Alles, nur nicht die Riddles. Oh, die Riddles. Oh nein, nicht die Riddles. Das sind alles klar. Das sind die Riddle-Kinder. Die Riddle-Kinder. Oh, la la. Mamacita. Kaboom. Kugel verschwendet. Ich guck erstmal, was hier so abgeht. Vielleicht kann ich ja hier aus dem Fenster springen, mich selbst umbringen. Nein, kann ich nicht. Muss ich da hingehen? Taucht bestimmt wieder auf. Alter, leck mich fett. Leck mich fett. Geht's da lang? Okay, leider. Dann gucken wir mal, was hier ist. Aus einer verschlossenen Tür. Ja, war total klar. Okay, wieder Quick Save, weil hier nichts passiert ist. Was? Achso, hier die Spackentür ist das. Alles klar, kein Problem, kein Problem. Mach einfach deine Geräusche. Es erschreckt mich ja nur, erschreckt mich ja nur. Boah, aber der Typ gerade die Tür aufgebombt. Ich kenne diesen Raum. Oh, fucking shit, bitte nicht nochmal. Oh, fucking shit. Andreas, helf mir, bitte. Andreas, helf mir, verdammt, helf mir. Das wird krank. Shit. Oh. Oh fucking shit. Nicht schon wieder, Alter.
Jetzt kommt ja die Polizeisirene der Zombies. Was zur Hölle passiert? Was zur Hölle passiert? Was zur Hölle passiert? Ich guck mich um und gucke, was passiert. Alter, ich höre Stimmen. Ich hab dir zugehört. Ich hab dir zugehört. Ich hab dir zugehört. Ich hab dir zugehört. Ich lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Verpiss dich. Ein Ladebildschirm. Ich war noch nie so froh, ein Ladebildschirm zu sehen. Auch wenn das irgendwie, ich hätte gedacht, dass mich was verfolgt, aber es verfolgt mich gar nichts. Wahrscheinlich sind das einfach wieder nur Psychosen, so wie das sonst auch immer so war. Alter. Was ist das für eine Sirene? Dann kommt, siehst du noch so einen Streifenwagen von diesen zermatschten Viechern mit den drei Köpfen, die dann nachfahren, oder diese kleinen Babys hinterm Steuer, die Alkohol konsumieren, alles, was man nicht haben sollte. Ich wäre danach, glaube ich, auch leicht fertig. Nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. Wir gehen einfach weiter. Geht's hier lang? Nö, hier ist gar nichts, okay. Versperrt. Haben wir noch alles? Ja. Anscheinend. Es ist so still. Warum ist es so still? I finally made it. Das ist sein Zuhause. Ja, da wäre ich nicht so stolz drauf. Ja, solange es von innen räumlich aussieht und alles. Ist das ja alles kein Problem. Mach die Tür bitte zu. Danke. Okay, nix drin. Super, finde ich toll. Ich liebe es. Ich hasse es, wenn irgendwo was Nützliches drin ist. Ah, das ist dein Zuhause? Oder was hast du geschafft? Oh, da ist die Tür von dem Motherfucker, der auf dem Klo ist. Oh yeah, Baby, jetzt wird gebohrt. Das kriegen wir sowas von hin. Das kriegen wir sowas von hin. Mit dem Bohrer. Wo ist der Bohrer? Okay, es wird doch nicht eingereihen. Das ist aber kein Problem. Denn wir haben jetzt den fucking Bohrer. Und das ist fucking awesome. Hoffe ich, zumindest. Hi! Du bist hier. Auf. Das machen wir nochmal. Und ich habe noch sein Gehirn platzen gehört. Kein Problem. Kein Problem, Mann. Aber ich glaube, den könnte ich auch mit dem Messer holen. Denn die Typen waren ja jetzt nicht so das Problem. Die haben ja auch nur ihr zuckendes Messer. Und hauen genauso schnell zu wie ich. Also müsste das relativ ausgeglichen sein. Nur das einzig Unfaire daran wäre dann doch, glaube ich, der Fakt, dass ich komplett alleine bin. Hi. Au! Was zur... Wie viel Leben habe ich jetzt verloren? Das möchte ich gerne nochmal sehen. Hatte ich nicht eben fast volle Leben? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hatte auf einmal voll wenig Leben. Wenn ich das mal so sagen darf, er hat mir leicht viel abgezogen. Hi. Leck mich, du blöder Mistsack. Alter, sein Arm fällt jedes Mal ab. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Dafür mache ich mich auch nicht verantwortlich. Und was muss ich jetzt hier machen? Gar nichts. Bin ich hier umsonst runter? Für Batterien? Kann ich immer neu laden und da nicht runtergehen? Nein? Okay, mache ich hier weiter. Irgendwie... Alter. Ah, dieses Spiel. Es ist so beruhigend, so romantisch. Voller romantischer Szenen. Ach, das war der Typ, der hier sonst beim letzten Mal kacken war. Ich sollte auch mal wieder aufs Klo gehen. Also, im Spiel natürlich. Denn mein Typ war noch nie kacken. Ups. Mein Typ war noch nie kacken. Und wenn du noch nie kacken warst, du weißt ja gar nicht, wie das ist. Keiner weiß, wie das ist, weil jeder schon mal kacken war. Worüber rede ich? Was ist das? Hä? Ah, Bohrmaschinen. Die machen den Drill. Oder die geben dir den Drill. Bam, hier ist gar nichts. Sehr gut. Was ist das? Boah, das Ding würde ich gerne als Waffe mit... Gamebug? Ich würde das sehr gerne als Waffe mitnehmen. Dürfte ich vielleicht? Denn da steht, dass ich das nehmen kann. Okay, dann eben nicht. Dann leck mich doch am Arsch. Dann ist mir alles egal. Fuck. Someone welded the door.
Was? It'll take 2 minutes if I can find an angle grinder. Ah, den haben wir, glaube ich, gerade gefunden. Und den hätten wir vorher nicht nehmen können. Tolles Geräusch. Und damit herzlich willkommen zurück zu Der Sound ist wieder angegangen. Und was hat das jetzt eigentlich gebracht? Der hat jetzt da unten so ein bisschen gesägt und dann geht die ganze Tür wieder auf, oder? Achso, weil da vielleicht das Schloss war. Ich muss nicht wieder von meiner schlauesten Seite zeigen, das ist einfach alles. Oh, da will ich natürlich nicht lang. Gucken wir. Au! Hi! Bam! In ein Face. Okay, das sind wohl One-Hit-Viecher, die mir einfach nur voll auf den Sack gehen, weil die immer ganz plötzlich von hinten kommen. Gar nicht nett. Ernsthaft, gar nicht nett. Okay, da kamen wir irgendwann hinter. Das weiß ich noch. Oh, wir haben uns geschnitten. Oh nein. Seht ihr? Oh, oh nö. Das finde ich jetzt gar nicht nett. Wahrscheinlich haben wir uns nicht geschnitten, sondern die haben uns geschnitten. Ja, da will ich, ehrlich gesagt, will ich ja gar nicht lang. Ach, ist das nicht wieder mein Lieblingsraum? Das ist mein Lieblingsraum, Mann. Hi. Alles klar? Was habe ich da gerade... Ich dachte, da höre ich gerade jemanden... God, this is so fucked. Endlich mal einer, der so denkt wie ich. Da können wir drüber hopsen. Dann machen wir es noch nicht mal kaputt. Denn dann können wir vielleicht eventuell vor Feinden flüchten. Ich sehe hier fast gar nichts, ey. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas übersehen. Obwohl, wahrscheinlich geht es da auch weiter. Das ist wieder das kleine Mini-Labyrinth hier. Wenn jetzt irgendwas passiert, schaffe ich es wahrscheinlich sowieso nicht mehr zurück. So, Bohrmaschine raus und weiter nach vorne. Oh. Bandagen auf der anderen Seite. Kann ich ihn von hier aus nehmen? Nee, leider nicht. Okay. Das geht schon klar. Wozu brauche ich Bandagen? Ah, da sind schon wieder die Typen, die gegen die Decke gejumpt sind. Dürfte übrigens leicht wehtun. Also am besten nicht zu Hause ausprobieren. Oh. Hier war Jumpscarehausen. Ja. Ich krieg immer einen Wärmeschock, wenn ich mich erschrecke. Okay, hier ist anscheinend nichts. Ich möchte bitte meinen Bohrer. Meine Nase juckt, wie bescheuert, das ist krank. Und do not fuck around. Weil wegen deswegen. Bohrer! Bohr. Bohrer. Bohrbohrer. Der Bohrbohrer jetzt endlich. Der macht nämlich ein neues Geräusch. Der macht Bohr. Okay, gibt's hier irgendwas? Nee, natürlich nicht. Denn etwas ist schon etwas zu viel. Gibt's hier eine Pumpe? Rein zu... Ich wusste, ich habe letztes Mal hier was gehört. Ich wusste es. Kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Dahinter ist auch nichts, okay. Ah, da unten kommt gleich der haarige Raum. Mit einer haarigen Angelegenheit. Nee, doch nicht. Aber hier? Nee, aber hier? Oh! Babys, Killerbabys, Killerbabys, Killerbabys. Killerbabys. Killerbabys? Au. Au, au. Ich bin leicht am Arsch. Ich bin leicht am Arsch, aber auch nur ganz, 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 ganz leicht. Ich gehe erstmal hier reingucken, da ich diesen Raum jetzt sowieso freigekämpft habe. Also. Das ist leicht krank, wenn ich das mal so sagen darf. Aber nein, nein, das ist überhaupt nicht krank. Das ist komplett normal. Das passiert in meinem Haus andauernd. Findet man sich auch irgendwann mit ab. Also kein Problem, Mann. Das ist echt absolut kein Problem. Grey ist ein Kinderspielzeug. Sollte jedes Kind spielen. Wirklich. Ohne Scheiß. Ah ja, genau. Da ist er. Eier. Eier. Genau.
Da sind Bandagen, das ist schon mal gut. Dann sind wir wenigstens wieder ein bisschen weiter. Haben nur mega viel Akku von unserer Akkuschraube verballert. Und ich habe gerade gequicksaved, also kann ich jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Wir sollten das Ganze vielleicht mal aufsparen für heftigere Gegner. Auch wenn es nur noch ein ganz kleines bisschen ist. Hallo? Okay, hier ist anscheinend nichts außer diese Kiste, wo nichts drin ist. Und diese Kiste und diese Kiste und diese Kiste. Und dieser Raum. Darf ich weiter? Danke. Da irgendwas? Ne, da irgendwas? Nö, ja. Ich werde hier beschenkt. Oh nö. Ich habe den Weg gefunden. Was allerdings sehr scheiße ist, weil ich totale Angst habe, dass ich die Shotgun verloren habe. Aber ich glaube, ich mache hier mal eine Aufnahmepause. Denn irgendwie das... Echt, ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist zu kommentieren. Das ist irgendwie, selbst egal, was für eine Laune du hast, wie du anfängst, wie viel du laberst, es reduziert sich. Es wird sich einfach reduzieren, weil dieses Spiel ist so brutal anstrengend. Ich werde jetzt nochmal den Spielstand davor laden. Geht das? The Car Repair Shop müsste das sein. Nee, dürfte es gar nicht sein. Das ist viel zu weit hinten. Irgendwo war doch noch ein Quicksave. War das der von gerade? Ich hoffe mal. Ich mache jetzt das Licht an, damit ich mir auch, damit ich auch noch dran denke, dass ich jetzt eine Aufnahmepause machen wollte. Das Licht bringt sowas von brutal viel. Nicht. Was haben wir hier alles? Ah, alles. Ja, gut, komm. Gehen wir noch einmal hier durch. Da hinten ist also die Tür, wo es lang geht. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir nämlich hier lang. Und fangen uns die letzten Jumpscares ein, die wir übersehen haben. Hier irgendwas drin? Ne, hier drin ist nichts, okay. Wenigstens habe ich jetzt nicht Ewigkeiten gebraucht, um das Ding zu finden. Denn hier gab es ja auch noch einige Räume, in denen ich noch gar nicht war. Und die möchte ich doch gerne einmal mir ansehen. Denn ich weiß nie, wo der Weg ist und wo nicht. Und ich gehe mal gern dahin, wo nicht der Weg ist, weil da noch so ein paar Monster warten, die man dann aus dem Maul hauen kann, damit sie sich nicht mehr reproduzieren können. Und so weiter. Ich erwarte echt immer noch Jumpscares. Hier zum Beispiel waren wir noch nicht. Das war auch der Raum, warum ich nicht weiter wollte. Hier sind 100 pro Magazine. Da war zumindest jetzt eins. Oh, diesmal keins. Das ist super toll. Ja, fucking Hardcore Mode. Oh! Hat sich das gelohnt? 14 Kugeln oder 12 Kugeln oder keine Ahnung wie viele Kugeln. Und ich bewege mich jetzt noch davor und mache dann eine Aufnahmepause. Der Grund, warum ich mich davor bewege, ist ganz klar, weil ich sonst nächstes Mal danach suchen muss. Und Mann, meine Nase juckt. Die nächste Stunde wisst ihr, wie ich die verbringe. Ich kratze an meiner Nase, bis es aufhört. Lass es aufhören. Aber irgendwie ist dieser Raum deutlich, meine Nase, viel unverwirrender als vorher. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Denn vorher war der echt sehr leicht, brutal, verwirrend. Hatten wir hier nicht schon mal die Pumpe? Oder, nee, hier haben wir gerade den Bohrer gefunden, ne? Und kurz davor haben wir gerade erst die Knarre gefunden. Aber wir haben auch schon mal ein Magazin gefunden, ohne dass wir die Pistole hatten. Also, es muss, glaube ich, nicht zwangsläufig sein, dass wir die Shotgun verpasst haben. Hoffe ich zumindest. Denn ich glaube, die Shotgun ist jetzt... Oh, hier habe ich noch was verpasst. Die Shotgun ist jetzt nicht gerade... Wie konnte ich das übersehen? Die Waffe, auf die man so unbedingt verzichten möchte. Batterien, super. Ich hoffe, ich habe Muni und die Shotgun vielleicht. Okay, das ist komplett pointless. Sonst noch irgendwas? Außer Andreas. Das ist doch... Wenn das kein Easter Egg auf Andreas ist. Hast du irgendwas gefunden, Andreas? Ach, sprichst du jetzt nicht mehr mit mir, oder was? Hast du zufällig eine Shotgun gefunden? Denn ich habe Shotgun-Shells gefunden. Bist du immer noch sauer wegen der Aufteilidee? Ja, guck, du lebst doch noch. Also was soll das, hä? Haben sie dich mit chinesischem Essen gefüllt oder was? Ich bin jetzt weg, wenn du so drauf bist. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Grey. Wenn es wieder heißt, ich mache mich zum Affen, weil ich alles übersehe. So wie höchstwahrscheinlich die Shotgun, wo ich mich gerade nur glücklich reden will und mir erzählen will, dass ich die nicht übersehen habe. Wir sehen uns. Haut rein.